pathetic. You can't just kill me with cortisone. With cortisone. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge Remothered und mein Rage-Modus ist schon gut angefüllt, denn natürlich musste ich da anfangen, wo wir das letzte Mal gespeichert hatten, an dem Spiegel. Das heißt, ich musste jetzt gerade auch nochmal das mit der Tür machen, mit der Kurbel. Und da habe ich ungefähr 300 Mal versagt und war so aggressiv, dass hier Dinge durch das Zimmer geflogen sind. Eben so ein bisschen. Ja. Dream come true, ehrlich. Also ich habe gerade, ich muss dazu sagen, ich weiß, was wir gleich auf der anderen Seite machen müssen. Ich habe es nachgeguckt, weil sonst hätte ich das Spiel jetzt gar nicht wieder angefangen. Vor allen Dingen nicht nach dem Anfang jetzt gerade. Die macht mich einfach, es macht mich so aggressiv einfach. Und ja, es liegt natürlich ein bisschen an mir. Aber bei dem ich das gerade geguckt habe, der ist auch zigmal daran verkackt. Ja, also. You killed the old man. Weiß ich nicht, was besser war, abzuwarten, bis sie da hinten in der Ecke ist oder. Also hier die Ecke oder jetzt, wo sie jetzt hinläuft. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ah, okay, jetzt dreht sie sowieso erstmal wieder um. Ich glaube, vermeiden konnten wir das ja sowieso nicht, ne? Ich muss richtig tief durchatmen. Wieso fangen wir denn jetzt hier wieder an? Haben wir immer jedes Mal hier angefangen? Haben wir nicht direkt bei den Motten angefangen? Oder? Okay, warte mal. Konnten wir da unterwegs noch was einsammeln? Was, da muss ich gleich nochmal drauf achten. Weil ich glaube, wir haben auch nichts mehr. Wir haben eine Flasche, ein Baby, ein Seil. Das war's nämlich. Wir haben nichts mehr. Das ist so laut auf meinen Kopfhörern. Oh, und hier da 300 Jahre die Motten, kennen wir ja alle schon. Hätte ja auch nicht gereicht, wenn die Hälfte, die Hälfte des Buttonmashings hätte ja nicht gereicht. Man musste, ja. Wundervoll. Das Spiel ist gut, aber, boah, manche Szenen einfach in diesem Game sind so abgefuckt scheiße einfach. Ich weiß, dass, dass einige nicht so lange gebraucht haben wie ich und manchmal liegt es auch wirklich daran, dass ich einfach eine gewisse Taste einfach nicht schnell genug drücke oder weiß nicht, meine Fingernägel gerade auch wieder viel zu lang sind. Ich habe auch gerade, ich muss sie auch gleich abschneiden, echt, das geht gar nicht, das ist einfach zum Kotzen. Ja komm, lauf Olle, Alter, echt. Ja, wenn wir hier sind, dreht die nicht sofort um, ne, so war das. Wenn wir hier an dem Ding stehen, dreht sie ja komischerweise direkt da vorne sofort um. You did the same with the others. You burnt them all with no repentance. Würde ich am liebsten auch backburnen, ey. Wirklich. Mit allem, was ich finde, auf dich drauf, Flamme, fertig. Ja, jetzt macht sie den Kick. Ich weiß nicht, warum sie ihn gerade nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass sie ihn manchmal. Alter, jetzt war das Ding nicht ein Stück weiter vorne. Ja, komm, lass los! Oh, Entschuldigung, aber ey, das ist unfassbar. Ich kann 5 Stunden Shooter spielen. Ich bin nicht ansatzweise so aggressiv wie bei diesem Spiel. Es fuckt einen so ab einfach. Oh, unfassbar, jetzt duck dich, ey. Don't you understand? Und Leute, ich würde echt nicht weiter spielen. Nee, jetzt eine Spieluhr, ne? Hey, hatte ich nicht gerade noch? Ich wollte doch sagen, hatte doch gerade noch. Nein! Oh, ich raste aus! Ey, dann läufst du einen Schritt normal und ich. Jetzt konnte ich nicht mehr drücken. Ich muss gerade echt überlegen, ob ich das Video nicht nochmal neu anfange.
Also ich quasi das hier, okay, nee, das ist nur so eine Tröte. Ja, und von da kommt sie natürlich scheiße. Weil da liegt noch, da habe ich jetzt gerade gesehen, da liegt noch ein Schraubenzieher. Weil ich habe, da lag auch noch was, aber das konnte ich jetzt nicht schnell genug sehen. Weil das Ding ist, ich habe immer noch nicht verstanden, warum sie manchmal einen Gegenstand braucht. Und jetzt gerade zum Beispiel konnte sie boxen so. Hä? Was? Oh! Mach hin, Alter. Echt, ich bin so abgefuckt von dem Spiel. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich will es einfach nur noch durchhaben. Ich weiß kein... Man findet wahrscheinlich keinen einzigen Player, der so lange gebraucht hat. Also wir müssen uns da in die Ecke hinsetzen und das habe ich ja schon mal gemacht. In die andere Ecke die Flasche werfen. Wobei sie bei mir, wir haben das ja schon mal gemacht, direkt zu mir hingekommen ist. Obwohl, wir haben es glaube ich einmal geschafft, ne? Da habe ich versucht die Motten zu verscheuchen. Ich schaff's aber auch nicht, das Ding, okay, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Das, was, wo bin ich? Ey, wieso stehe ich denn jetzt am Arsch der Welt? Genau, lass los. Oh. Ich finde diese Steuerung, finde die auch so schlimm einfach. Echt, die schiebt da noch 3 Stunden weiter, obwohl du schon rechts gedrückt hast. Genauso wie bei der Kurbel halt gerade, ne? Oh, es war diese Stelle zum Kotzen einfach, ey. Vor allen Dingen habe ich mehrmals versucht, dass ich das Tor nicht ganz aufmache. Sondern nur halb und dann durchkrieche. Aber durchkriechen geht nicht. Das Tor war wirklich über meinem Kopf und ich konnte nicht durchkriechen. Da war eine unsichtbare Wand. Und da war ich... Boah, da wurde ich richtig aggro, ne? Und ich dachte, was ist das für eine Scheiße vom Spiel? Boah, ich hab... Ach, fuck, ey. Da muss ich auf jeden Fall hin. In der nächsten Runde schaffen wir das. Bin da sehr guter Dinge. So, jetzt gucken wir nochmal in der Kiste. Ja, genau. Blende doch mal ein, so, damit ich auch schön wenig Zeit habe, wegzurennen. Das ist ein Traum. Nimm das! Boah, ich wollte gerade sagen, nimm dieses fucking Scheißmesser, ey. So, haben wir dann jetzt nicht zweimal free? Weil jetzt können wir ja einmal mit dem Messer draufballern. Ballern vor allem. Jetzt ganz optimistisch an die Runde drangehen. Und einfach dran denken, dass ich gleich irgendein Spiel spiele, worauf ich mich sehr freue. Und nicht direkt schon anfange. Ja komm, hau rein. Dr. Reed, you're just a pathetic copy of yourself. Ja. Warte mal, war da auch was? Ach nee, da war nur wieder verstecken. Okay, schon gut. Schon gut. Es ist so warm, es ist so unfassbar. Ich glänze jetzt schon wie eine Speckschwarte. Nein, boah, mir ist so warm, einfach so unfassbar. Obwohl das Wetter schon, Temperaturen sind ja schon runtergegangen, aber es ist trotzdem... Boah, lauf einfach.
That you shouldn't do that! No! Please! Fucking bastard! Okay, jetzt boxt sie wieder, anstatt das Messer zu benutzen. I don't know. Boah, wie die da hinten wieder steht, ne? Ich verstehe es nicht. Warum kann man nicht... Ich weiß nicht, warum ich immer noch aufrege. Jetzt gerade habe ich es ja auch wieder eigentlich selber verkackt, so dadurch, dass ich nicht im Schleichmodus war. You're just a pathetic copy of yourself. Celeste was a wise one. I don't think you share that attribute. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Wo ist sie jetzt? Okay. Nein! Wie sie einfach an irgendwelchen Sachen hängen bleibt. Ich drücke wie Sau. Der hat das Symbol angezeigt. Ich drücke und die macht einfach. Ich raste echt bei dem Spieler so komplett aus einfach. Überlege, ob ich euch die Folge echt noch ein bisschen schneide, weil ich glaube, wir sind schon wieder 10 Minuten an dieser Scheiße dran. Und sind immer noch nicht weiter, außer dass wir jetzt schon den Schalter gesehen haben. Es ist echt so eine Dreckskackstelle einfach. Ich meine, ich habe in dem ganzen Spiel an manchen Stellen eh schon länger gebraucht, ne? Weil ich mich einfach viel versteckt habe, so, ne? Das kann doch nicht sein, ey. Ich habe keine Ahnung, Outlast und keine Ahnung was gespielt. Da bin ich auch mal hier und da abgekackt, ne? Aber, ich weiß ja auch nicht. Ist das echt so ein... Du hast 0,5 Sekunden nur zwischen den... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Echt. Komm, lauf jetzt, ey. Oder krabbel oder was auch immer. Alter Schwede, ey. Hab ich keinen Bock mehr auf diese Stelle. Ich hab gedacht, das ist besser rennen, weißt du? Dann mach ich den Schalter runter. Ich weiß ja schon, was passiert. We were all sisters. How could you? Wo ich die nicht mehr hören kann, ne? Vor allen Dingen, als hätte die dadurch, dass sie jetzt nicht mehr sehen kann, auf einmal übermenschliche, Hörkräfte. Take this. Take this. Ja, und jetzt stehe ich wieder 3 Kilometer neben dem Wagen. Ja, wie immer. Brauche natürlich 3 Stunden, um den wegzuschieben. Lass los, lass los, lass los, lass los, krabbel durch. Okay, wir versuchen es mal mit Kriechen. Bums. Ja, Celeste was a nice one, bla 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 bla. Don't you understand? Boah, das ist der schlimmste Satz, ne? Das ist der absolut schlimmste Satz. So. Bums. Kriechen, loslaufen. Laufen, laufen, laufen. Wenn die mich jetzt wieder kriegt, ne? Obwohl ich krieche. Ja. Ja. Und wieder Motten. Weil die so schön in dem Spiel sind. So, es tut mir leid. Endlich sind wir weiter. Vielleicht schneide ich dann anfangen. Ein bisschen ab. Mal gleich gucken. Das ist eigentlich nur... Muss ich hier gar nicht lang? Anscheinend nicht. Cool. Okay, nehmen wir noch ein Messer mit. Jo. Schön, dass ich zu dieser Leiter gelaufen bin, da musste man gar nicht lang, aber naja gut. Ist ja nichts passiert. Come here,
glaube, da war die gerade, ne? Wir rennen dann über hier lang. Ja, klar. Wir können nichts mehr sehen, aber sie weiß genau, wo wir sind. Natürlich. Alter, really? Muss jetzt alle 2 Meter Motten kommen? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ist cool, ja? Man ist nicht eh schon voll genervt so von der Stelle mit ihr so? Ist geile Sache, dachtet ihr so? Was mache ich denn jetzt hier? Hallo? Bin ich schon wieder falsch abgebogen oder was? You shouldn't do that. Muss ich hier lang? Wir sind schon wieder gestorben. Und ich hoffe, der speichert hier jetzt wieder irgendwo zwischen, wenn wir jetzt gleich irgendwie wieder abkacken sollten. Alter, wie lange brauchst du dich, um da durchzuzwängen? Du bist dünn wie ein Streichholz. Mein Lieblingssatz. Pain ist eine Errungenschaft, die trifft's auf den Kopf. Den Nagel auf den Kopf. I should never have come here. It's all my fault. It would have happened anyway. They didn't give a damn about the disease. They only used it to improve the phenoxyl. The moths were the final piece for the cure and to show the world how much they were. They had noticed how moths were acting on Felton after he caught the disease in Egypt in 58. He deserved it. We were all test animals at the plantation. They used us. They made us believe we had been touched by the hand of God, giving us the disease as a sign. But then trouble came. The eyes burning, the bandage, the horrible pain in the head. All of this? Just forget. Phenoxyl was created as an antipsychotic drug for war veterans suffering from post-traumatic stress disorder. To forget the horrors. As a father who ruined his daughter's life, forcing her to live as a man. Felton is just like all of us.
He was a victim. He could only count on the results of the experiments at the plantation. When they withdrew the drug from the market because of its crazy side effects. Wyman, that fucking bastard. Synthesizing parasites and mixing them with the drug only showed him he could do better. That it was possible to modify and control memories. Our memories. But we were only able to control the moths and be sick. Very sick. And those damn memories would come up again sooner or later. Now I understand. Felton always told the truth. He just wanted to protect Celeste from all of this. From himself. From his Jennifer. The sessions were for her to just forget. Forget everything forever. And he was the one to push her to leave. And eventually, she did. She ran away. But I still have unanswered questions. It's not too late. This is not your end yet. It may be the end of everything. And maybe we're already dead. And neither of us knows it. I'm not the one who is crazy here. Maybe we both are. You could have been one of us. No, I couldn't have. Yes, you could have, sister. But I could never forget that day. All the screams, the flames. How could you? You wanted to propagate it as a sign of God. This was not a gift. This was not from God. It was fucking stupid science. And those two things have never been compatible. We believed it. It's true, and we were wrong. But you left us there to die. I don't know. I don't remember. I can't remember. It's all confusing. I don't... It's over now. No, I don't want to die rotting in hatred. I've hated all my life. I don't care anymore. It doesn't matter who you were, what we were. You are what you have become. Look at yourself. I'm nothing like this. This is all just farce, discount store garbage. You know, now I remember when I was young and I would lie on the grass. Oh, I loved doing this. I would stay for hours staring at the emptiness and seeing myself somewhere else where I could go far away. And now all these memories hurt. Oh, it hurts so much. Why can't we just forget? Why do we have to remember? Because that is how we save our memories from oblivion. She is still alive. You will find her. I know you will find her on top of the world. What? If God is real, I hope he is made of this love. I hope you will both forgive me one day. I already have. Bad.
smoking. Forgiveness. What was in the bag? What did she find? A goodbye. A goodbye that spoke of hope. Hope? Do you mean to say that, despite everything, she was not resigned to the idea of finding her? No. Not at all. Remothered. Das Ende. Es ist so laut und ich kann gerade nicht. Es tut mir leid, wenn ich da mit dir ein bisschen die Stimmung zerstöre, aber ich komme gerade nicht sonst an die Musiklautstärke. Und das ist ja, der Abspann ist ja immer ein bisschen lauter, ne? Ja, das Ende fand ich jetzt ein bisschen zu lang und alles, aber ich war jetzt eh nicht mehr so drin, muss ich sagen. Ne? Ich habe ja jetzt echt lange gebraucht, um. Ja, der Release vom kompletten Spiel war ja schon länger und dann habe ich jetzt auch ein bisschen gebraucht, um den Part halt durchzuspielen und ich war jetzt auch ein bisschen aggro am Ende, weil mich die Szene halt echt mega abgefuckt hat und ich fand es aber jetzt trotzdem ein bisschen zu lang gezogen, einfach, dass da echt nochmal der ganze Rest dann erzählt wird. Ich finde, das hätte man noch ein bisschen anders irgendwie einstreuen können und nicht irgendwie dann so eine 10 Minuten Sterbeszene machen müssen. Ich habe mich auf das Spiel gefreut und es war nicht schlecht, aber einen zweiten Teil würde ich wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Dafür weiß ich nicht, Story war eigentlich auch nicht schlecht, aber so zum Ende hin, so ja, war halt einfach eine Droge und die haben die genommen und dann wurden die alle crazy so. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn ich am Ende echt mega rumgeflucht habe. Und ihr könnt ja mal sagen, ob ihr eher gut, schlecht, mittelgut, keine Ahnung. Klar, bei Steam werde ich auf jeden Fall eine gute Daumen nach oben geben, natürlich. Also auch wenn es hier und da wirklich ein bisschen gehangen hat, weil auch andere Let's Player haben gesagt, so hier und da war es ein bisschen verbuggt oder hat mal festgehangen oder keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, Credits durchlaufen lassen, aber kommt da noch viel? Ich lasse ja immer durchlaufen. Wir werden es sehen und freue mich auf jeden Fall, wenn die Credits gleich durchgelaufen sind. Und ich, wir haben schon spät, aber wieso geht das auch immer so schnell? Und ich vielleicht doch nochmal kurz ein anderes Game heute anzocken kann. Also bis zum nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann.